Warum dreht sie sich jetzt wieder eine? Okay. Du wirst nicht glauben, was heute schon alles los war. Oh nein, was hast du jetzt wieder angestellt? Nichts. Wieso? Keine Brände oder Explosionen? Nein. Gibt es Verwundete oder Brandopfer? Tiere zählen auch dazu. Nichts von alledem. Tja, dann hast du recht. Ich glaub's dir nicht. Ich muss dir unbedingt von meinem Traum erzählen. Hat das nicht Zeit, bis wir verschwunden sind? Tja, vielleicht, ja. Jedenfalls war da sowas von abgefahren. Okay. Wir hatten uns getrennt. Ja, davon träume ich auch öfter. Endlich mal eine Woche ohne Brände in der Küche. Naja, also ganz so war es ja nicht. Irgendwie habe ich ja trotzdem noch bei dir gewohnt. Ah, ein Albtraum also. Ich habe eine Elysianerin kennengelernt. Eine echte Orbit-Elfe. Ist das eine Art Retourkutsche, weil ich immer von Cowboy Dodo träume? Du träumst von Cowboy Dodo? Jede Frau träumt von Cowboy Dodo. Ja, hast recht. Also natürlich. Einen Traum kann man, glaube ich, auch vor. Muss ich mir etwa Sorgen machen? Diese Art von Traum. Haha, ganz im Gegenteil. Es war ein ihm gehörig den Arschversohl-Traum. Hä? Der Organon wollte Deponia sprengen. Ha, aber den habe ich gezeigt, wo der Wombat die Locken hat. Vielleicht ist das ein Ausdruck von unterdrücktem Selbsthass. Ich meine ja nur, könnt sein, weil du auch immer alles in die Luft springst. Selbsthass? Ich? Mich? Blödsinn, ich bin super. Wobei es schon verwunderlich ist, dass in meinem Traum alle Organons Klone von mir waren. Keine weiteren Fragen. Jo. Ich Stimmt. hatte es fast bis nach Elysium geschafft. Aber dann ist dir deine Menschenliebe dazwischen gekommen. Das erzählst du immer, wenn deine Pläne scheitern. Aber diesmal war es wirklich so. Du meinst in deinem Traum. Ach ja, sorry. Es war nur alles so realistisch. Wenn du dir das nächste Mal unsicher bist, sobald einer deiner Pläne realistisch wirkt, ist es hochwahrscheinlich ein Traum. Am Ende habe ich mein Leben für die Rettung Deponias geopfert. Haha. Ausgerechnet du. Warum nicht? Muss ich dich daran erinnern, wie ich mein Lymphsystem der medizinischen Forschung gespendet habe? Das zählt nicht. Die wollten es nur haben, um zu verstehen, wie du den Spaghetti da reinbekommen hast. Außerdem hast du es nicht aus Menschenliebe getan, sondern für ein Abo der Chirurgenwoche. Mich interessieren nur die Artikel, ehrlich. Ja. Schließlich war ich alt. Und überall war alles voller Schnee. Ich dachte, du hast dich geopfert. Ja, stimmt. Haut irgendwie nicht hin. Also, ich muss überlebt haben. Aber zu welchem Preis? Alles war so hoffnungslos kaputt und dreckig und im Eimer, dass ich schließlich Deponia in die Luft gesprengt habe. Das muss der mit Abstand krasseste und längste Albtraum der Welt gewesen sein. Ich weiß nicht. Unsere Beziehung hält ja jetzt auch schon wieder recht lange. Boah. Du hast meine Träume noch nie verstanden. Und je mehr du erzählst, umso stolzer bin ich drauf. Okay. Okay. Beinahe verplaudert. Lass uns los. Ja, warum nicht? Was denn? Gar kein zynischer Kommentar? Keine Zweifel? Kein Schlangengift? Heute nicht. Dieses Kaff steht mir bis hier oben. Ich kann's kaum erwarten, endlich hier wegzukommen. Oh, wie niedlich. Na komm schon, Kleiner. Ich muss noch meine Kristallgläser einpacken und Papst tschö sagen. Ach. Was? Naja, Gläser! Ich hab ganz vergessen, dass ich noch Platz für die Gläser habe. Wollte schon sagen, ey. Setz dich doch ruhig so lange wieder hin, okay? Aber beeil dich. Alles klar. So, was hätten wir denn? Hier haben wir jetzt nichts mehr, ne? Wir können auch hier nicht lang zu Gonzo oder so. Ne, Gonzo? Gizmo. Wir haben jetzt ein Glas. Einen Strohhalm. Warte! Du sollst also einen Rattenmann darstellen. Eigentlich nicht. Da habe ich genau das Richtige für dich. Was machen Sie denn da? Der hält doch so gar nicht. Stimmt. Der Plan braucht noch ein wenig Feinschliff. Ich bin sofort zurück. Warte. Hey, du verkriechst dich in der Kanalisation. Wir haben ja einen Bügel. Dazu fällt mir gerade voll der Hammerspruch ein. Leider hat er schon einen Bart. Oh Mann. Dazu fällt mir leider. Der war so. Nee. Okay, der hält nicht. Wie können wir den Bart zum Halten bringen? Mit Honig.
Entweder fehlt hier der Zapfhahn, oder es wird vor Eskimos mit tropfendem Füller gewarnt. In beiden Fällen sollte ich vorerst die Finger davon lassen. Ja. Oh! Maya! Willi! Verschwindet! Kusch! Verdammt, das bringt so nichts. Gleich nochmal. Gleich nochmal. Alles klar. Okay, wir brauchen... Also, Moment. Wir können... Zum Stadttor, Wenzel, Grill. Die Grillstationen gehen aus, sobald ich in die Nähe komme. Das kann nur eins bedeuten. Ich bin noch cooler als angenommen. Ha! Dim, 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 dim. Okay, die Menschen hier können wir auch nicht ansprechen, das ist ein bisschen doof. Ein bisschen doof. Okay, dann holen wir uns erstmal, ich würde sagen, erstmal holen wir uns dann Eis. Hier lang. Jetzt runter zum Nilbot. Und ein wenig Eis holen. Zack. Eiswürfelspender. Kein Bild, kein Ton. Ich muss wohl erst den Anschalter finden. Den Anschalter. Hier müssen wir auch irgendwas reinlegen, ne? Aus dem Schrott. Können wir aus dem Schrott überhaupt irgendwas machen? Das letzte. Nee. Wer hätte das gedacht? Lotte und ich haben dieselbe Körbchengröße. Okay. Ein Dart-Champion wie ich kann auch mit schlecht austarierten Billigpfeilen werfen. Aber treffen, das ist eine andere Sache. Okay, können wir. Moment, okay, dann lassen wir den Eiswürfelspender erstmal da. Und gucken mal weiter. Hier können wir ja nichts mehr machen, ne? Haben wir nicht einen Hut oder so? Kreuzung. Ist das aus Aluminium oder so? Ich weiß es nicht. Hier. Was hast du da? Irgendeinen Gegenstand? Toll, okay. Es funktioniert also nicht. Hallo. Ihr Menschen, hier, du hast wieder einen Pfeil. Was soll das sein? Etwas, das mich als Großwildjäger ausweist, vielleicht? Nun, es erinnert mich schon an ein Hochpräzisionsblasrohr, wie man es zur Kleinwildjagd benutzt. Und Elefanten. Wenn du Großwildjäger wärst, dann wüsstest du, dass Elefanten Kinderkram sind. Die Profis jagen klein, da braucht viel. Leider ist nur die. Und jetzt lass mal nachschauen, was du mir da gebracht hast. Das ist ein ordentlicher Pfeil. Genau richtig für ein Hochpräzisionsblasrohr. Aber so eines würde ich nur einem befreundeten Großwildjäger geben. Okay, Moment. Kann ich das vielleicht mit dem Strohhalm verbinden? Höha. Damit könnte ich ein prima Blasrohr basteln. Ja. Wenn ich ausreichend Zeit und Ruhe hätte und endlich das Gefühl in meine Fingerkuppen zurückkäme, vielleicht hätte ich doch nicht mitten in einem Knallgasschlot einschlafen sollen. Ja. Geht das so rum vielleicht? Wenn ich auch. Oh. Okay. 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 Kartoffelhalbiermaschine. Können wir damit irgendwas anderes halbieren? Wir haben den Bart, den wir irgendwie... Weiß ich nicht. Wir bräuchten... Ist das Tony hat recht. Ich bin einfach nicht zum Bügeln geboren. Okay, wenn wir was auf den Grill legen. Was könnten wir auf den Grill legen? Nichts. Die Kartoffel will ich halt irgendwie haben. Folienkartoffel. Kann ich die vielleicht mit der Knitterfolie einsammeln? Es stimmt wohl, was man sagt. Wenn dir das Leben eine Kartoffel schenkt, hast du eine Kartoffel. Okay. Das stimmt. Ja. Alles klar. Wir brauchen einen Anschalter. Für den Dings. Ich geh mal erstmal.
Ofen. Ofen, 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 Ofen. Das Feuer ist kein Wunder, dass ich... Ja. Können wir das irgendwie wieder anmachen? Ich glaube nicht. Haben wir noch irgendwas? Nee. Auf nach Elysium! Hä? Was ist denn jetzt? Ah, verdammt, der Ofen ist ja noch aus. Ah, okay. Wie dumm von mir. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Okay, okay, also, okay, okay. Wollte ich doch Toni mitnehmen. Genau. Kann ich das Seil vielleicht auf den... Kein falsch. Hey. Hier unten hatten wir ja auch nichts mehr. Wir müssen den Anschalter hier verfinden, alles klar. Ich weiß nur nicht, wie. Oder kann man hier doch runter? Aber nur, wenn wir hier unten stehen. Oder so, nee. Wir müssen irgendwas hier reinmachen. Hier. Schrott vielleicht. In solche Fächer passen nur paramechanische Bauteile. Stromumkehrer, verstärkt. Okay, und hier? Okay, auch. Aber wir haben keine Stromumkehrer. Manu. Manu. Tür. Ja, die Tür ist aber noch zu. Das ist das Problem. Wie jetzt? Bernhard hat schon zu? Ja. Ich brauche doch noch Signalraketen, falls mein leicht entzündlicher Gasballon Feuer fängt. Können wir den Bügel vielleicht einbrechen? Ich lege Bernhard keinen Schrott mehr auf die Türschwelle und im Gegenzug rührt er Tonis Mutter Beruhigungsmittel ins Essen, bevor sie uns besuchen kommen. Okay. Ach, Bernhard ist Tonis Vater, alles klar, okay. Hier ist Tuck, aber das bringt mir auch alles nichts. Kann ich den eigentlich anlegen? Wer wirft denn einen ladenneuen, voll funktionstüchtigen Bart weg? Der ist doch noch gut. Ja, ich weiß. Das ist er. Moment, wenn ich mich jetzt hier hinstelle. Hier. Jetzt mit dem Bügel versuche, das da zu holen. Nee, natürlich nicht. Verdammt. Er ist zu langsam. Können wir das irgendwie verlängern? Irgendwas? Mann! Ich könnte ein Gerät basteln, das wertlosen Schrott in nützliche Dinge verwandelt. Schade. Nein, doch nicht. Wofür brauchen wir denn diesen wertlosen Schrott? Können wir den irgendwie hiermit... Entweder fehlt hier der Zapf. In beiden Fällen sollte... Dort fehlt ein Zapfhahn. Dafür brauche ich nur meine Finger und eigentlich auch meinen Imkerhut. Aber einen Imkerhut haben wir nicht. Obwohl. Nicht nötig. In meinem Mantel ist noch nie etwas zu Bruch gegangen. Zumindest nichts Wertvolles. Also nichts Wertvolles, was mir gehört hätte. Okay. Was sind wir denn? Haben wir hier vielleicht irgendwas vergessen? Sprengplan. Das kommt mir irgendwie so beunruhigend bekannt vor. Ja, mir auch. Können die halt nirgendwo lang. Das ist das Problem. Die Lotti sitzt auch im Weg. Habe ich vielleicht irgendwas... Willst du Schrott? Was soll der Schrott? Ich meine, dieser Unrat schadet meinem femininen Gemüt. Dann bist du nicht nur im falschen Körper gefangen, sondern auch auf dem falschen Planeten geboren. Echt so, ey. In Lonzos Kneipe. Habe ich hier vielleicht irgendwas übersehen oder so? Irgendwas. Übersehen. Dartscheibe. Also Dartpfeil mit Dartscheibe. Und... Wow! Volltreffer! Damit hast du den Dartwettbewerb gewonnen. Hier. Nimm den Hauptgewinn. Gewinn? Was ist es? Ein Stromumkehrer. Halt's ab! Was? Eine ist doch immer... Ach, den Dartpfeil können wir jetzt gar nicht... Was? Den Dartpfeil können wir nicht wieder mitnehmen? So wie jeden. Sonst so Drossel. Hey,
Finger weg! Das sind die Gewinne für den Dart-Wettbewerb. Ich kann den ja nicht mehr wieder mitnehmen. Hä, ja, geht das wirklich nicht? Nee. Ist doch immer wieder schön. Ja, eine Ente ist immer super. Toll! Ich brauch den. Gedings. Was war das? Verstärker oder so? War das? Irgendwie so. Manu. Na egal, wir haben immerhin jetzt schon mal einen Stromumkehrer. Das ist der hier. Das könnte passen. Aber wie rum? Ah, wird schon nicht so wichtig sein. Silbert Mount, nimm dich zurück und genieß die coole Atmo, Mann. Hey, gleich beim ersten Versuch. Ich habe offenbar eine Glückssträhne. Glückssträhne. Ja! Oh, danke, Mann. Das war echt nötig. Ja, Bruder, kein Problem. Nee, der ist für die Ewigkeit eingerastet. Für die Ewigkeit? Können wir den irgendwie noch ändern oder so? Okay, nee. Aber wir haben jetzt Eiswürfel. Damit können wir die Ofenkartoffel abkühlen. Und die dann haben. Ja. Ist ja auch mal geil, ey. Dass wir wirklich Daten konnten. Ich hab das echt nicht erwartet. Ich hab gedacht, wir... Na toll. Sie sind einfach in den Grill gepurzelt. So bekomme ich die Kartoffel niemals abgekühlt. Okay, ich brauche noch mal Eis. Ich dachte mir einfach so ganz stumpf. Ich dachte jetzt, dass wir den Dartball wirklich als Blasrohr-Dings benutzen müssen. Und nicht zu Daten, um den Hauptgewinn zu bekommen. Das ist cool. Sehr, sehr cool. Oh, danke, Mann. Das war echt nötig. Jo. Alles klar.